So, willkommen zu Level 12 von The Mind Test. Ach, leg mich. Häng mir Level 1080 fest. Nächste Woche übrigens auch mal bald mal Let's Play. Vielleicht, wenn ich es hinbekomme. Ich bin nämlich gerade. So, ihr seht mal. Gucken wir gleich mal hier, was auch sieht. Clicker Hero Spieler. So. Clicker Hero. So, auf dem Feed. Bam. Und bin schon Level 1080. Also, ich stehe quasi vor dem Level 1080. Und meine Fighter haben es gerade nicht geschafft, den Monster zu besiegen. Heißt also, ich bin wieder auf. Also, stacke gerade auf Level. 1079. Ja. Egal, andere Sache, andere Ritte, das war falsche Richtung, bitte einmal in die Richtung, dankeschön. So, nichtsdestotrotz, let's get started. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, ob wir da auch mal irgendwie, ja, Let's Play zu machen, zu dem Clicker-Game, zum Idle-Game, macht ultra viel Spaß. Das Problem ist halt, das ist halt, also ich, es gibt ein Browser-Game. Das heißt, ja, das sage ich jetzt mal lieber nicht, weil das ist nicht ganz jugendfrei. Fab Titan. Angelehnt an Tip Titan natürlich, klar. Und das spiele ich im Browser, das könnte ich also Let's Playen. Und dann gibt es aber halt auch noch die Spiele, die ich halt auf Tablet spiele. Das Problem ist halt ein Android-Game. Und da weiß ich nicht, wie ich das aufnehmen soll. Weil es soll wohl irgendwie möglich sein, dass man mittels der YouTube-App direkt vom Tablet aus aufnimmt. Aber A, habe ich sowas noch nie gemacht. Und zweitens, ja, weiß ich gar nicht, ob mein Tablet das überhaupt in der Lage ist von der Leistung her. Weil mein Tablet ist eigentlich eher ein E-Book wieder. Ist also von den technischen Daten eher leicht gestrickt. Hat zwar dafür eine unglaublich hohe Akkulaufzeit. Und wie gesagt, das Spiel an sich läuft selber auch wunderbar drauf. Selbst 3D-Games laufen da drauf wunderbar. Nur halt, ich weiß nicht, wie es denn ist, das dabei auch noch aufzunehmen. Da dürfte das dann tatsächlich in die Knie gehen. Von der Leistung her. Und jetzt habe ich hier aber auch keine Hardware zu liegen, mit der ich praktisch das vom Tablet aus auf meinen Rechner streamen kann und von da aus dann aufnehmen kann. Ja. Von daher muss Clicker Heroes noch ein bisschen warten, wenn ich das überhaupt irgendwo aufnehme. Es ist ja, wie gesagt, ist ein Idle Game, so ein Clicker Game für Leute, die halt wirklich einfach nur unterwegs sind und Langeweile haben oder so wie ich einfach süchtig danach sind. Von daher, da gibt es weder Story noch sonst irgendwas, da gibt es einfach nur Hochleveln, solange bis man keinen Bock mehr hat oder bis man nicht mehr weiterkommt. Ja, von daher. Wie viel Sand haben wir jetzt eigentlich? Och Gott, wir haben noch mehr als eine Menge. Da haben wir noch ordentlich. Ups. Danke. Wie groß sind unsere Felder jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, nee, also sollte schon eine brauchbare Zahl sein, mache ich einfach mal 12. 1. Okay, mache ich 16. Als Wetten, dafür reicht unser Sand jetzt nicht mehr aus. Ne, reicht nicht mehr aus. Ist jetzt schon leer. Scheiße. Wir brauchen also mal wieder mehr Sand. Auch klappen können. Ich hasse dich. Alter, ein Sand füllt uns jetzt so.
Ich werde dich umbringen. Und deine Kinder. Sorry, aber was sein muss, muss sein. Ich werde das hier so lange überall sammeln, bis unsere Felder fertig sind. Diese Schattenfehler. Da ist Hell, da ist Hell, da ist Schatten. Seht ihr das jetzt? Ha? Wenn ich da draufklicke, bam, passt. Irgendwie so ein Bug, wo ich nicht weiß, von woher der kommt. Also ich schätze mal, das ist einfach Aktualisierungsfehler. Dass ja, wenn man hier was abbaut, hier nicht den Schatten neu berechnet. Die Frage ist halt nur, warum bricht er den Schatten nicht neu? Vor allem ist das, soweit ich das mitbekommen habe, ein relativ neuer Fehler. Weil damals, als ich mit meinem Test angefangen hatte, da war mir dieser Fehler so nicht aufgefallen. Was? Oh. Tomaten. Hm, wir haben Tomaten. Nice. Wir können mal gucken, machen wir vielleicht noch so ein Mischfeld, wo wir so verschiedenste Sachen anpflanzen, wovon wir immer mal so ein bisschen haben. Da kann ich dann mal zum Beispiel mal die Tomaten einpflanzen, also oder die eine Tomate. Das erlasse ich. Aber den rechne ich doch weg. Ich hab doch eine Schippe. So, easy. Mal gucken, ob das... Nein, reicht recht neben Leben. Manu. Er hasse dich. Das reicht sowas von gar nicht. Wir brauchen noch, obwohl es allzu viel, dann brauchen wir gar nicht mehr. Zweimal Sand brauchen wir noch, oder? Kann das sein? Ja, tatsächlich, zweimal Sand. Da bitte. Nice, jetzt haben wir es ja doch noch. Cool. Gut, da kommst du am besten hier weg. Ihr seht sowieso unnatürlich as fuck aus. Perfekt. So. Und hier habe ich noch zweimal Sand. Ist doch idealos, perfektos, omeganos. So, und hier haben wir noch gleich noch Fläche, um dann später vielleicht noch mehr Felder anzulegen, wenn wir es denn brauchen. Jetzt erstmal lassen wir das so. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die gesamten Bereiche schon. Das heißt, ich werde hier. Hallo. Alter. Area Position 1. Was? Hä? Ach, wow. Klar, erstmal hier World Edit Syntax verwenden. Klaro. Ja, komm jetzt. So, unsere Felder gehen bis. Ich protecte mal bis hier. Bam. Keine Ahnung, ob das was. Achso, halt, nee, wir müssen ja eins hoch. Damit auch unsere Saatgut geschützt ist. Bam. So, dann. Protect Farm. Yay! Wir haben protected. So, dann protecten wir gleich mal, bevor wir es vergessen, auch noch unsere Hütte. Wobei da steht ja noch keine Hütte, aber. Da, wo später Hütte sein soll, tun.
So, und das machen wir ganz easy und super simpel, schnell und einfach. Wir gehen hier in die Höhle rein. Dann haben wir nämlich gleich mal einen ganz tiefen Punkt, den wir gesetzt haben. Hier wieder Area Position 1. Ja, hallo, bitte. Danke. Ich hoffe nur, die Fläche wird jetzt hier nicht zu groß, dass das dann gleich meckert mit. Weil wir haben ja nur 64x64, ne? Ist gar nicht so groß. Wie ich es gerne hätte. Wir versuchen es erstmal. Ich würde gerne bis einschließlich hier. Ah, der ist definitiv zu groß. Das ist sowas von zu groß, das kriegst du nicht. Ich kann die Sterne berühren. Wow. Wow. Wow, sind wir hoch. Okay. Wer hoch steigt, wird tief, habe ich gehört. Und das Ganze jetzt Protect Base oder Home? Machen wir Home. Ja, hat noch. Wow. Nice. Weil, wie gesagt, wir spielen hier mit einem eingeschränkten Konto, halt also mit einem ganz normalen Konto. Briefs. Hier. Von daher haben wir fast die, was die Area Protection angeht, die gleiche Berechnung wie der andere. Aber man konnte auch noch relativ groß Sachen. Wollen wir mal kurz runterspringen? Ich traue mich nicht. Warte, ich traue mich gerade wirklich nicht. Fuck off. Wow. Easy. Yay. Dankeschön. Oh, geht ja. Wir sind ja noch nicht mal gestorben, ey. Das ist ja voll lame. So, der gesamte Bereich gehört jetzt alles uns. Sehr schön. Ist doch ganz easy. Gott, haben wir viel Sand. Alter, wir haben fast 400 Sand. Wollt ihr mich denn ruinieren? So, wir stellen gleich mal den Ofen auf. Dann packen wir da mal ein bisschen Kacke rein. Du, willkommen. Du, da rein. Danke. So. So, okay, was können wir alles auf dem Feld anpflanzen? Das hier wahrscheinlich eher nicht. Was können wir da daraus? Achso, bei durch Zufall beim. Oh, Korallen gibt es auch in Orange. Interessant. Aber was kann man direkt aus Orangen bauen? Gar nichts oder was? Kann man die echt mal essen? Interessant. Haben wir eigentlich Orangensetzlinge? Nee, ne? Ja, lol, ey, wir haben keine Orangensetzlinge. Lecco Rio. Machen wir es einfacher. Hä? Warum? Ach so, ja. Oh, yay! Wuhu! Oh, bau weiter. So, jetzt haben wir zwei Setzlinge. Könnte fast reichen. Warum mache ich das eigentlich? Wir haben noch hier genug Bäume. Ach, leck mich. Leck mich. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr seid alle krank. Ihr seid doch alle krank. Okay, also wir können das einpflanzen auf jeden Fall, wenn wir auch brauchen. Rhabarber, ja. Blaubeeren, ja doch. Auf jeden Fall. Tomaten wollten wir einpflanzen. Provisorisches Beet.
Mehr gibt es nicht und mehr lohnt sich auch gar nicht. Was wir machen könnten. Da. Ach, siehst du, genau. Können wir gleich mal hier unser Sakura-Baum dafür opfern. Den schönen Blätter und dann machen wir hier wieder unsere Kacke. Bam, bam. So. So. Wir brauchen eins, zweimal, oder? Weil hier kriegen wir ja nur einen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Glaube ja. Ach, nicht immer zwei davon. Okay, gut. Dann brauchen wir also noch mal sowas. Bam. Und jetzt. Boom. Oha. Landwirtschaft Extreme. Jetzt kriegen wir quasi einen richtigen Landwirtschaftssimulator hier. Wobei das gar nichts allzu viel bringt, fällt mir gerade ein. Ach, scheiße, unsere Hau ist immer super. Och Mann, oh, ich hasse euch alle. Ihr bepümmelten Bümmel. Weil, wenn man das auf eine Pflanze anwendet, also auf ein Feld anwendet, rechts klickt, wo was wächst, dann wird nur das praktisch, glaube ich, gemacht, gedingt hat. Du nach da, du nach da, perfekt, easy. Ist das hier etwa? Ist das hier etwa? Ah, nee. Dachte schon, es waren Kartoffeln. So wie das hier zum Beispiel. Nein. Yay! Das muss ich nämlich mal ganz kurz gucken. Aber ist doch schon alles fertig, oder? Doch, ist alles fertig. Sehr schön. Kann ich gleich mal ein bisschen abernten. Easy. So. Oh, schon kaputt? Och Mann! Och, leck mich doch. Ey, das gibt's doch gar nicht. Komm her! Du Arschgeburt, du Arschgeburt. Bam. Bam. Dankeschön. Ach so. Ja, das war dumm. Egal. Wir haben was verbrauchen. Oh. Lassen wir erstmal. Bist du überhaupt mal fertig hier? Geht doch. Dauert ja schon wieder ewig hier alles, ey. Ist ja schlimm. Hör kaputt. Ach komm, jetzt wieder besser. Da ist er hier, aber immer wieder hier ist er hier. Nein! Egal. Aber kein Vorrat. Machen wir gleich mal das gesamte Feld hier. Nein! Oh, Alter! Jetzt ist hier aber Feierabend, ist hier aber, ne? Ist ja, wisst aber schon, ne, dass das hier Feierabend ist, ne? Also machen wir mal auf hier, also ruf. Ruf, 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 ruf. Da 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 ram. Ruf, 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 ruf. Da 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 ram. Ruf, dam. Easy, passt perfekt. Ha. So.
Die Holzdinger haben ja wirklich eine Haltbarkeit von gar nichts. Ich dachte ja, es war so völlig übertrieben, einfach mal hier gleich 20 Stück zu machen oder 10 Stück. Aber ich glaube, die werden wir auch komplett brauchen. Das ist ja ein Witz, was die hier aushalten. Die Birke scheint wohl doch ein echt weiches Holz zu sein. Spaß, nee. Hat ja damit zum Glück nichts zu tun. Wäre aber geil, wenn je nachdem aus welchen Holz man die Dinger baut und auch dadurch und auch die Haltbarkeit und so beeinflusst wird. Dass zum Beispiel hier dieser Mammutbaum stabileres Holz hat als jetzt hier zum Beispiel Birke, weil Birke ist ja ein relativ weiches Gehölz. Soweit ich weiß. Nein. Wäre schon witzig. Aber ich glaube mal, da würde sich die ganzen Leute noch mehr aufregen. Es gibt nämlich derzeit im Minecraft Forum eine hitzige Diskussion, hatte ich glaube auch schon mal erwähnt, ob bestimmte Werkzeugtypen, so wie Kupfer oder Bronze, Kupfer und Bronze, klar, Bronze und Eisen aufgelöst werden sollen, also rausgenommen werden sollen, weil es eine zu große Diversität gibt und ja, das relativ sinnfrei ist, sage ich jetzt mal, da so viel zu haben, und ob man nicht das Werkzeug limitiert und es bloß ein paar Werkzeugarten gibt. Wo ich aber finde, warum? Ich meine, es ist doch nicht schlimm, ein bisschen Diversität zu haben. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man das Wort ausspricht. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wisst ihr was? Komm hier. Der Schein muss gewartet werden. Okay, gut. Ackerfeld ist bestellt. Jetzt können wir hier pflanzen, bis der Arzt kommt. Ja, die Sachen auf jeden Fall natürlich wieder, klar. Die Sachen kommen sogar als erstes. Danach kommen dann die Dinger hier. Ja, Baumwolle haben wir ja leider erstmal nur eins. Ein bisschen schade, aber gut, ist halt so, kann man nichts machen. Die anderen Sachen lasse ich erstmal. Rhabarber lasse ich doch auch erstmal. Ich mache erstmal nur hier Kartoffeln etc. und Wow, Alter. Aber ich habe einen Führerschein hier. Das ist ja schlimm, was hier abgeht. Was? Ich hasse euch alle so sehr. Ich hasse euch alle so. Och, Mensch, ich hasse alle. Donatella. Danke. Digga, da kriegst du ja auch echt. Kriegst du echt Plack auf den Boden. Kriegst du schon. Easy. Okay. Eine Kartoffel. Ist da was? Lecker. Sehr lecker, sehr bekömmlich. Ich würde sterben. Ich will einfach nur noch sterben. Ich meine, Gurken bekommt man relativ schnell in der Walachei, aber trotzdem, das war gerade sowas von Verschwendung, ey. Das ist ja. Er hat das schon beim Zugucken wie getan. So, da ist dann unser Mixfeld, wo dann Tomaten so raufkommen. Sachen, wo wir erstmal ein bisschen rumprobieren, was davon wie gut ist. So, easy. So, jetzt kommt das Experiment. Und zwar kommt die Frage, ob das hier immer auf alle Felder, also in der Umgebung sich bezieht. Ne, jetzt nur ein einziges Feld. Das ist aber echt hässlich. Dann bringt uns das hier erstmal absolut gar nichts. Gut, dann lasse ich die Dinger erstmal, weil das wäre dann hier für absolute Verschwendung.
da würden denn diese braunen Dinger, die wir von dem Holz bekommen, vollkommen ausreichen, weil eben, wenn du immer nur ein Feld wächst, das ist halt Schwachsinn, ne? Bringt ja nichts. Da können wir die grünen Dinger wirklich nur dafür verwenden, wenn wir Sachen haben, die normalerweise sehr lange brauchen zum Wachsen, oder aber um halt hier Grünfläche zu bearbeiten. Das war dann aber das mit dem X, ne? Kennt das schon. Ach komm, die Dinger hier fasse ich auch noch an. Schadet ja nicht weiter. Feld, ich komme! Gott, das ist die Zeit auch schon wieder fast vorbei hier, ne? Dann geht's dann ja schon bald wieder mit Doom weiter. Da freue ich mich ja. Wobei ich überlege, ich meine, Doom Sigil, das sind jetzt 8 Folgen, also 4 Folgen, die noch kommen. 4 Folgen habe ich ja schon. Ich glaube, wenn ich mit Doom Sigil fertig bin, fange ich dann nochmal komplett von vorne an mit Doom, halt, also Doom Episode 1, dann Episode. Also. Ja, genau. Halt die 5 Episoden komplett, also die Doom-Reihe plus Ultimate Doom plus Doom Sigil. Nochmal mit Project Brutality und Brutal Doom, oder erstmal nur Brutal Doom, mal gucken. Ja. So, würde ich mal sagen. Nee, noch was anzufangen lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil 3 Minuten ist Feierabend. Haben wir alles soweit, ne? Feld haben wir, haben alles protected. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, das war's. Ich begebe mich mal ganz unauffällig zu unserem Feld hin, damit das da auch nochmal schön wächst. Also, damit wir gleich wissen, dass wir da was gepflanzt haben. Seht ihr gerade, habt ihr gerade gesehen, als ich hingelaufen bin, ist alles mit einem Schlag mit einmal gewachsen. Und das war das, was ich letztens meinte, dass halt, wenn man eine Weile aus dem Feld raus ist und dann wieder reingeht, ihr praktisch alles nachholt. Ist ganz geil, ist ganz nice. Digga, ich war aber ganz schnell hier. Holy moly, man kann ja richtig zugucken, wie die Sachen wachsen. Nice. Na gut, in dem Sinne, wie gesagt, schauen wir mal. Man sieht irgendwann später wieder, denke ich mal. Und wenn nicht, dann nicht. Dann bin ich gestorben. Kann ja mal passieren. Tschüss.